Ja, meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit der zweiten Diskussionsrunde. Wir gehen mit vielen Anregungen aus der Eröffnungsdebatte in diese Runde. Wir wollen uns mit der antiliberalen Kontrarevolution, also mit der Krise der liberalen Ordnung beschäftigen und dabei den Fokus auf antidemokratische Elemente dieser antiliberalen Ordnung ins Visier nehmen. Die Situation der antiliberalen Kräfte in Europa ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele Facetten, die können wir nicht alle über einen Kamm scheren. Wir sehen auch, was passiert, wenn in Ländern antiliberale Kräfte politische Mehrheiten erlangen und regieren. Was dann passiert und dass unsere Sorge berechtigt ist, wenn eine Mehrheit die demokratische Ordnung so umbaut, dass sie in Gefahr läuft, in eine autoritäre Ordnung abzudriften und ihre politischen Ziele, ihr Recht, ihre Politik über das Recht stellt. Wir wollen heute fragen, wie kann man erklären, dass es zu diesen antiliberalen, antidemokratischen Kräften kommt, zu dieser großen Zunahme, welche Antworten wir darauf haben und wie Europa seine Werte verteidigen kann. Dafür haben wir illustre Gäste. Ich begrüße ganz zu meiner Rechten Ulrich Preuß. Guten Tag, Herr Preuß. Hallo. Er ist Professor Emeritus für öffentliches Recht an der Hertie School of Governance und als Mitglied des Staatsgerichtshofs in Bremen auch als Richter tätig. Gewesen. Okay. Ich begrüße zu meiner Rechten Barbara Nowotzka. Herzlich willkommen. Sie ist polnische Feministin und Politikerin. Sie ist Vorsitzende der Partei Tuaj Ruch. Und zuletzt hat sie für internationale Aufmerksamkeit gesorgt, als sie zur Leitfigur der Kampagne wurde, die sich erfolgreich gegen den Gesetzesentwurf der PiS-Regierung durchsetzte, der ein Generalverbot für Abtreibungen vorsah. Sie ist sogar jetzt so berühmt, dass sie diese Woche in der Brigitte erscheint, dort ein großes Porträt von ihr gezeigt wurde und die Zeitschrift Foreign Policy sie auf die Liste der Top 100 globalen Denker 2016 setzte. Zu meiner Linken begrüße ich Annalena Baerbock. Herzlich willkommen. Hallo. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Sprecherin für Klimapolitik und unter anderem Mitglied des Europaausschusses, der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe und der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Und zu meiner Linken, ganz links, begrüße ich Alexander Knigge. Herzlich willkommen. Er ist Rechtsanwalt in Berlin und Mitinitiator der Initiative Pulse of Europe, die er uns heute vorstellt. Herr Preuß, ich würde gerne mit Ihnen anfangen und Sie fragen, mit welchen antidemokratischen, antiliberalen Herausforderungen haben wir es zu tun und wie erklären Sie, dass Sie in den letzten Jahren so an Bedeutung zugenommen haben? Ja, das ist natürlich, ein weites Thema, wie man sich leicht vorstellen kann. Lassen Sie mich vielleicht vorab noch eine kurze Bemerkung machen zu dem, was Andrew Morawczyk vorhin gesagt hat, weil wir das ja alles hier auf Europa beziehen. Wir sollten uns hüten, schärfere Maßstäbe an Europa zu stellen hinsichtlich von Krisenbewältigung oder Krisenwahrnehmung als an etablierte Nationalstaaten, die ja immerhin eine Kohärenz und Konsistenz haben, die Europa als einen Staatenbund ja strukturell gar nicht haben kann, was in mancher Hinsicht ein Vorteil, aber in mancher Hinsicht auch ein Nachteil sein sollte. Also wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel in den USA eine Mehrheit im Parlament sich weigert, einen Vorschlag des Präsidenten bei der Benennung eines Richters, wo beide Institutionen zusammenwirken wollen, überhaupt zu behandeln, wäre das in Europa sicherlich also eine Verfassungskrise höchsten Grades, während darüber in Amerika einfach hinweggegangen worden ist. Wenn das nicht sozusagen ein kritisches Moment oder ein krisenhafter Zustand eines liberal
ich würde ja Liberal Democracy lieber mit Constitutional Democracy übersetzen. Ja? Also wenn eine konstitutionelle Demokratie ist, dann weiß ich nicht. Dagegen ist Europa wirklich ein geradezu lebendiges und gesundes Dasein. Aber ich will jetzt nicht in Schwärmerei über Europa verfallen, sondern auf Ihre Frage jetzt eingehen. Denn natürlich sind diese Herausforderungen durch rechtspopulistische Bewegungen natürlich ein Thema, ein Problem. Aber eben nicht nur von Europa, sondern es ist ja ein weltweites Problem. Mit anderen Worten, die Ursachen für diese Zunahme dieser populistischen Bewegungen kann auch nicht unbedingt im Europa oder in dem, wie Europa funktioniert oder nicht funktioniert. Das habe ich so ein bisschen aus dem von Herrn Cilonca vorhin vorgetragenen Thesen entnommen. Das halte ich für völlig falsch. Denn sonst würden wir ja doch nicht diese Bewegungen und auch diese kritischen Gefühle, muss man ja wirklich sagen, haben in Ländern, die mit Europa überhaupt nichts zu tun haben. Ich würde mal sagen, ich habe mir mal rausgeschrieben, es gibt eine Umfrage unter immerhin 32.000 Menschen in 28 Ländern, von denen natürlich nicht alle zu Europa gehören, von denen 72% in Frankreich sagten, das System arbeitet nicht mehr. Und zwar, sie meinten damit ihre eigene Demokratie, sie meinten nicht unbedingt Europa. 62% sagten das in Deutschland, 60% in Großbritannien, 57% in den Vereinigten Staaten. Und als man näher danach fragte, ja, wie erklären Sie sich das, was ist der Grund, wo drückt Ihnen sozusagen der Schuh? Da haben 83% Sorge darüber geäußert, über die Erosion von, ich lese es gerade aus dem Englischen hier, deswegen ist es ein bisschen stotterig von mir, Erosion der sozialer Werte mit der Behauptung, dass die Werte, die unser Land, von dem Sie gerade sprachen, unser Land groß gemacht haben, jetzt verschwinden. 49% äußerten Sorge und Befürchtungen über Globalisierung, 77% waren der Auffassung, dass Immigration also ein großes Problem sei, aber dass 68% zitierten dann, dass die Geschwindigkeit der Innovationen und der Veränderungen finden zu schnell statt und führen zu nichts Gutem für jeweils unser Land, wovon Sie sprachen. Also was ich sagen will, ist diese Formel von Make America Great Again oder We Want Our Country Back oder Taking Back Control, das sind ja im Grunde genommen diese Vorstellung, dass die Menschen das Gefühl haben, sie haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und das ist etwas Weltweites, das ist nicht etwas, was Europa ausmacht. Aber natürlich heißt das, dass ein Appell an die Politik stattfindet und dieser Appell an die Politik wird meistens nicht beantwortet, weil er nicht beantwortet werden kann. Weil zum Beispiel die vorhin ja auch erwähnte sogenannte oder wirkliche digitale Revolution mit immensen Folgen für die Arbeitswelt, das sind ja Entwicklungen, die im Grunde genommen gar nicht der Politik zur Verfügung stehen, also über die Politik irgendwie beeinflussen kann, jedenfalls nicht in der Weise, wie die antiliberale Bewegung das beansprucht, nämlich schließt die Grenzen, stellt die sozusagen geschlossene Staatlichkeit und auch die geschlossene Gesellschaft des 19. oder der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder her. Also sozusagen Open Society und Open Statehood. Das sind die beiden sozusagen kritischen Punkte, die von diesen Leuten empfunden werden als eine Bedrohung. Und mit anderen Worten, die treibende Kraft bei diesen Gefühlen, dass das politische System nicht funktioniert, ist Angst. Angst. Und das ist ein Thema, was übrigens in den 30er Jahren und auch Ende der 20er Jahre bereits von Theoretikern der Demokratie behandelt worden ist. Angst und Demokratie. Also wie geht eigentlich Demokratie mit Angst um? Und das ist nicht etwas, wo sozusagen Politiker so oder so handeln sollen oder diese oder jene Beschlüsse fassen müssen, sondern das ist ein ganz elementares Gefühl, auf das man umso weniger Einfluss hat, als die Gründe für diese Angst, wie ich gerade sagte, nur zu einem Teil zur Verfügung der Politik stehen, auf das die Politik wirklich Einfluss nehmen kann. Und so, dass sich natürlich die Frage stellt, wenn ich das vielleicht nochmal hier andeuten kann, wir können dann ja nochmal etwas weiter darüber diskutieren, was ist eigentlich eine mögliche oder eine Antwort, auf die auf jeden Fall, getroffen werden kann? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man deutlich macht, und zwar offensiv deutlich macht, dass diejenigen, die behaupten, sie hätten eine Antwort, nämlich die Antwort geschlossene Grenzen,
Our Nation First, nicht wahr? Dieses Problem, diese Antwort gleichsam zurück zu der geschlossenen Gesellschaft, der geschlossenen Staatlichkeit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder sogar des 19. Jahrhunderts, dass dieses eine Hochstapelei ist, zu behaupten, dass das Problem löst. Das löst das Problem nicht. Und die Flucht in autokratische oder autoritäre Lösungen, die ja dann von denen als Lösung anerfunden wird, ein starker Mann, ein starker Führer, der also Putin oder Erdogan oder wie die heißen mögen, auch Trump zum Beispiel, als Beispiel für eine Lösung, ist natürlich keine Lösung. Wir wissen das zwar, aber das muss man den Leuten auch klar machen, indem man einfach bestimmte Indikatoren zeigt. Zum Beispiel das Maß der Korruption, das in diesen Ländern herrscht, das Maß an ökonomischer Stagnation, das herrscht, das Maß an Umweltzerstörung, das Maß an Zerstörung von individuellen Existenzen im Sinne der Erzeugung von Unterdrückung und Angst. Das sind alles Indikatoren, die verglichen werden sollen. Und jetzt möchte ich einen Begriff nennen, der vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber wo man sozusagen das Modell einer Systemkonkurrenz mal auch sagen oder vortragen sollte, nämlich zu sagen, seht mal, Europa hat all diese Probleme nicht. Wir haben nicht diese Korruption, wir haben nicht dieses Maß an Umweltzerstörung. Wir haben ein Ausmaß an Zufriedenheit, gerade heute oder gestern in den Nachrichten kam, die UN macht ja immer so ein Atlas über das Glück sozusagen, auf irgendwelche Glücksindikatoren. Das hört sich ein bisschen witzig an, ja, aber das sind wirklich sozialwissenschaftlich erhobene Indikatoren über Glücklichsein. Und da sind die Spitzenstaaten sind alle übrigens in Europa. Ja? Es ist Norwegen, Dänemark, Island, Deutschland an 16. Stelle. Das sind also mit anderen Worten in einer offensiven Weise eine Systemkonkurrenz einzutreten, zu sagen, vergleicht das mal mit Russland, vergleicht das mal mit China. China mit seiner Entwicklungsdiktatur, Putin, Russland mit seinem Autoritarismus, der im Grunde genommen nur auf der Basis von Korruption funktioniert. Also die Qualität des Lebens ist in Europa ein Faktor, der offensiv vorgetragen werden muss. Nicht vergessen, dass bestimmte Dinge, die in der Welt geschehen, wie eben zum Beispiel die beschleunigte Digitalisierung, die beschleunigten Veränderungen in den sozialen Beziehungen, nur begrenzt von der Politik beherrschbar sind. Ich meine, das muss man sehen, wie soll man sagen, damit muss man leben. Das hat auch keinen Zweck, vorzugaukeln, Politik könnte alles managen, könnte alles beherrschen, könnte alles gestalten. Das ist nicht so. Das ist sozusagen der geschichtliche Prozess, entzieht sich einer konkreten politischen Gestaltung, aber man kann natürlich steuern und die Tatsache, dass sich die Welt verändert und dass sozusagen internationale Kooperation die einzige Lösung ist, das kann man natürlich und muss man auch klar machen. Ja, jetzt möchte ich doch die beiden Politikerinnen hier auf dem Podium direkt fragen. Herr Preuß spricht von den Grenzen der Politik. Auf der anderen Seite sagte er, dass in Europa die Menschen so zufrieden sind und trotzdem wenden sie sich antiliberaler, systemfeindlicher Politik, Bewegungen an. Annalena, ich würde mal mit dir anfangen wollen. Warum tun Sie das? Hat die liberale Politik, wie Jan Schilonka sagt, versagt, weil sie zu viel Ungleichheit zugelassen hat? Oder woran liegt es? Also wie so vieles, denke ich, gibt es keine monokausale Erklärung dazu, sondern das ist auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Das sieht man aus meiner Sicht auch, wenn man in die verschiedenen Länder guckt. Da kann man nicht sagen, es ist in ganz Europa so, sondern es ist sehr, sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Und auch die Ableitung, was lernen wir aus dem Brexit? Da kann man einiges lernen, aber man kann vieles halt auch nicht lernen, weil Polen funktioniert anders als Großbritannien. Und was, glaube ich, als allererstes wichtig ist, aber deswegen geht man vielleicht auch in die Politik, ist, dass man es nicht düsterer malen darf, als es ist. Weil auch die Frage, haben die versagt? Sind die antiliberalen Kräfte in der Mehrheit? Also wenn wir uns das statistisch angucken, ist es nach wie vor die große Minderheit. Und ich würde auch ganz stark der einführenden These widersprechen, zu sagen, wir sind die aktive Minority, weil
wenn man das über ganz Europa schaut, sieht man die Zustimmungswerte sowohl zur EU als auch zu unseren Grundwerten, worauf ja die Europäische Union gegründet ist, die sind alle bei den 80%. Natürlich hat man dann in den Ländern bei nationalen Wahlen Ergebnisse, wo Kräfte gewählt werden, die antiliberal sind. Und da fragt man sich, wo kommt das eigentlich her? Wenn wir vielleicht beim Brexit bleiben, finde ich immer das Wichtige, dass eigentlich dieses Ergebnis am Ende nicht Farage oder andere Akteure der Schlussphase waren, sondern Cameron. Und es war ein politisches Führungsversagen, was hier eingetreten ist, weil er vor gut 3,5 Jahren seine politische Karriere daran geknüpft hat, dass er ein Referendum machen wird. Und eigentlich hat er seine Aufgabe, die er als Premierminister hatte, nämlich zu führen, an die Bevölkerung abgegeben. Also es war ein Führungsversagen. Und das ist für mich in verschiedenen Ländern wirklich auch eine der Lehre, dass die politische Verantwortung eben nicht mehr ausgeübt wird, aus Angst, aus vielleicht Karrieregründen oder was auch immer. Und wenn wir auch in der Geschichte zurückschauen, es klang, fand ich in der Diskussion vorher auch so ein bisschen an, ja, Europa stand mal, alle standen hinter Europa. Also die Euro-Entscheidung, die Osterweiterung, hätte man da Referenden gerade auch in Deutschland gemacht, mit Blick auf Osterweiterung, ja, die wären fatal ausgegangen, diese Referenden, sondern das waren ja politische Führungsentscheidungen, zu denen man dann im Zweifel auch gestanden hat, dafür eingetreten hat, und ich glaube, da hapert es momentan stark, dass man mit Leidenschaft und Werbe für seine Inhalte und Positionen auch kämpft und auch für seine Werte kämpft. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema dieses Panels. Ja? Nicht dieser Rechtsruck, der vorhin ja auch schon angesprochen wurde. Die einen machen den bösen Populismus, dann machen die anderen mal den guten Populismus. Nein, das befördert eher den Populismus, wenn man auch in die Richtung abdriftet und dann für seine Werte einsteht. Und ich glaube, das sieht man auch in den Niederlanden, das sieht man auch in Österreich, und da muss man noch mal sagen, auch Alexander Van der Bellen, das war ja kein Soft-Populismus, sondern das war auf das Setzen, was den Menschen nahe liegt. Heimat zum Beispiel als Begriff haben wir uns als Grüne oder auch als Linkbewegung lange mit schwer getan. Ist aber das, wenn man über Globalisierung redet, wo ist man eigentlich zu Hause? Was macht das aus, konkret vor Ort? Dass man, glaube ich, darüber wieder stärker streben muss. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Auf die europäische Frage ist das Mehrebenensystem. Also, dass ja Europa angelegt ist als Mehrebenensystem. Und da hapert es, glaube ich, bei allen Ebenen. Wir haben vorhin die Institution, ich glaube, das war sehr treffend von Ralf Füchs angesprochen. Was funktioniert vor Ort und was funktioniert nicht vor Ort? Kitas, das ist das, was man als erstes dran denkt, wenn man eine Mutter ist, wie ich. Und wenn man sich da mal Wahlergebnisse anguckt, ja, Bürgermeisterwahlen auf kommunaler Ebene, Wahlbeteiligung zum Teil unter 15%. Bei uns in Brandenburg entscheidet dann das Los, ja, weil unter 15% entscheidet dann das Los. Das muss man sich mal vorstellen, ja, da ist die Wahlbeteiligung beim Europäischen Parlament fast noch historisch gegen. Also ich glaube, da muss man halt gucken, dass die verschiedenen Ebenen in Europa von der Kommune bis zur europäischen Ebene, dass die funktionieren und ihre Aufgaben, die ihnen zugeordnet wurden, wie gesagt, da teile ich ganz das, was da vorher gesagt wird, dass das funktioniert und da politisch auch Verantwortung für Entscheidungen übernommen wird. Barbara, welches ist Ihre Analyse? Warum ist es in Polen dazu gekommen, dass antiliberale Kräfte eine Mehrheit erhalten haben? Ist es sozusagen nur einfach ein politischer Schwenk oder steckt da eine gesellschaftliche Krise dahinter? Ich versuche es kurz zu machen. Sie haben gewonnen, weil Sie gut waren und das gewonnen haben. Und die anderen waren schlecht und haben nicht gewonnen. Es geht überall bei den Populisten um das Gleiche, überall. Diese rechte nationalistische Agenda, diese Leute haben eine Vision, die ich überhaupt nicht unterschreiben kann. Aber es gibt zumindest einen Vorschlag. Und die führen jetzt ihre Länder, sie haben eine Vision, sie versuchen zu führen. Das ist auch nicht antipopulistisch. Wir kämpfen gegen die Konservativen und gegen stagnierten Mainstream. Die Leute, die Europa so wollen, wie es jetzt ist. Und mit den Progressiven, die wissen, dass es Reformen braucht. Wir können nicht so tun,
das als wäre alles gut. Es ist überhaupt nichts gut. Es gibt keine konkreten Antworten auf die Krisen, die beschrieben worden sind, ja, hier. Wir können die Europäische Union kritisieren, aber als Progressive. Wir müssen sagen, was wir an der EU ändern wollen. Mainstream sagt ja, hey, lassen wir mal alles so, wie es ist. Und die Progressive kämpfen gegen zwei Visionen. Die rechte Vision, ja, die rechte Vision sagt, zerstören. Und die Mainstream-Vision, lass alles, wie es ist. Beide Visionen bringen nicht die richtigen Ergebnisse. Und wir brauchen eine andere Agenda. Unsere Agenda muss laut vorgetragen werden. Das ist schwierig, gehört zu werden. Ja, in der Gesellschaft hat man ein gemütliches Leben und die meisten Leute sagen, ach komm, lass mal alles so, wie es ist. Reformen, die mehr Demokratie bringen, mehr Gleichheit, mehr Transparenz. Solch eine Reform voranzutreiben, ist schwierig. Und manchmal wachen wir erst auf, wenn es schon zu spät ist. Und das ist jetzt der Fall Polens. Ja. Für uns in den nächsten 3 Jahren ist es zu spät für eine progressive Agenda. Wir müssen jetzt kämpfen für die Institutionen, die da waren, denen wir nicht getraut haben. Als Sozialdemokrat, als Progressive habe ich dem Gericht nicht getraut, weil sie versagt hatten bei der Frauengerechtheit, bei der sozialen Gerechtheit. Die Institutionen waren frisch aufgebaut, aber von Anfang an mit Konstruktionsfehler. Und ich glaube, da sehen wir Ähnlichkeiten mit der EU. Wir würden gerne die EU unterstützen, aber erst muss die EU ihre Institutionen reformieren. Wer schwer würde es sein, zu kämpfen für mehr Transparenz, wenn man die Führung der Europäischen Union sieht, die gar nicht transparent ist? Und dann wird es schwierig sein, für Geschlechtergleichheit zu kämpfen, wenn es oben keinen Kampf für Geschlechtergleichheit gibt. Und da gibt es noch jede Menge Beispiele. Ja, und eine echte Führung, die, wenn Sie danach gucken, die fehlt. Was kann jetzt gemacht werden? Die Politiker sollten wirklich eine Antwort geben. Das ist ihre Rolle, dafür werden sie bezahlt. Visionen entwickeln, Maßnahmen vorschlagen. Und wenn sie nicht stark genug sind, auf dieser Agenda, auf diesem Ticket zu gewinnen, dann sollen sie auch nicht mehr gewählt werden. Das ist ihre Aufgabe. Eine Problemlösung vorzuschlagen und das Problem zu lösen. Aber was können wir machen? Wir sehen positive Veränderungen in der Gesellschaft. Aufgrund der Globalisierung sind wir jetzt besser ausgebildet, aktiver, motivierter manchmal zu agieren. Und ich komme aus Polen. Da hatten wir 18 Monate jede Menge Demonstrationen gegen die rechte Regierung. Wir haben protestiert gegen so ziemlich alles. Aber wir waren nur ein einziges Mal erfolgreich, als wir gekämpft haben gegen die Abtreibung, gegen das Abtreiben. Warum waren wir erfolgreich? Weil das eine wirkliche Bewegung war über die ganze Gesellschaft hinweg. Auch in Berlin. Da waren die Polen und die Deutschen auf der Straße und haben protestiert und haben gesagt, wir wollen die Rechte wieder. Manchmal ist es nicht ausreichend, Rechte zu schützen, aber zumindest war das eine Maßnahme. Aktion, das müssen wir als Bürger. Gemeinsam Aktionen für gemeinsame Werte. Aber da brauchen wir auch starke Politikerinnen und Politiker, die mutig genug sind, Sachen zu Dingen, die nicht sehr populär sind, die auch gegen den Mainstream laufen. Die kritisieren Dinge in der EU, die sie nicht mögen. Und innerhalb der EU demokratischen Wandel verlangen. Es macht doch keinen Sinn zu sagen, es ist alles super. Es gibt einen Film, der heißt Hate. Martin Kassewitz aus den 90ern. Hass. Es gibt eine berühmte Szene, wo jemand vom Dach fällt und sagt, oh, so weit, so gut, so weit, so gut, bevor er aufklatscht. In Polen sind wir schon aufgeklatscht
aber in anderen europäischen Ländern fallen die Leute noch von den Dächern runter und sagt nicht die ganze Zeit weiter, so weit, so gut. Was können wir machen, um diesen Film zu ändern, um diese Fatalität des Filmes zu ändern? Das ist die Frage. Ja, vielen Dank, Barbara. Für mich waren da jetzt zwei wichtige Botschaften drin. Das erste, Europa muss sich ändern, reformiert werden, mehr Demokratie, Gerechtigkeit und Transparenz. Und das andere, das ist das, was wir jetzt im nächsten Podium auch diskutieren werden. Das andere war, dass Sie gesagt haben, dass Sie bislang nicht an die Institutionen geglaubt haben, dass Sie sozusagen die Institutionen Ihnen Gutes bringen kann, aber dass es gerade jetzt darum geht, die Institutionen zu verteidigen, weil Sie für Rechtssicherheit, für Gewaltenteilung und so weiter sorgen. Da möchte ich, Herr Preuß, wieder bei Ihnen ansetzen. Warum ist es sozusagen eine Bedrohung, eine Infragestellung des ganzen Europas, wenn in einem Land Grundrechte verletzt werden? Also wenn in einem Land die Regierung Politik über Recht stellt, die Gewaltenteilung einschränkt, Verfassungsgerichtsbarkeit einschränkt, so wie es gerade in Polen der Fall ist. Warum ist es eine Bedrohung für ganz Europa? Und was wären Ihre Antworten darauf? Ja, man kann natürlich als schlichter und einfach denkender Jurist sagen, es steht so in den Verträgen, dass alle Staaten sich darüber einig, alle Mitgliedstaaten darüber einig sind, dass bestimmte Prinzipien der konstitutionellen Demokratie, also vor allem der Schutz der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte, Gewaltenteilung und so weiter, dass das sozusagen Teil der vertraglichen Vereinbarung ist. Aber das ist natürlich in Zeiten der Krise, in Zeiten, in denen eine Herausforderung stattfindet, keine angemessene Antwort. Man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass nur so etwas in Verträge geschrieben wird, weil vorher darüber vielleicht doch eine grundlegende Einigung bestanden hat und diese wechselseitigen Versprechungen, denn so ein Vertrag ist ja ein wechselseitiges Versprechen, dass sich die Staaten oder genauer genommen sogar die Völker, muss man sagen, gemacht haben, dass das etwas aussagt über ihre Nähe. Und man kann die Einzigartigkeit des europäischen Projektes, und es ist wirklich einzigartig weltweit, auch historisch, ja, es hat natürlich auch viel Völkerstaaten oder viel Völkergebilde in der Vergangenheit gegeben. Es waren dann Imperien, die also unter hegemonialen Herrschaftsbeziehungen organisiert waren. Aber dieses sozusagen auf dem Prinzip der Gleichheit, der Wechselseitigkeit, des wechselseitigen Respekts und der Anerkennung als Gleiche, und das zwischen so großen Staaten wie Frankreich, Deutschland und dann natürlich später auch Großbritannien auf der einen Seite und dann meinetwegen Zypern, das auch später gekommen ist, oder Malta oder auf der anderen Seite. Das heißt, diese Anerkennung zwischen so sehr heterogenen und sehr unterschiedlichen Staaten, das ist eine derartig fundamentale Grundlage für das Funktionieren der Verträge. Denn jeder Vertrag hat sozusagen Funktionsvoraussetzungen. Und diese Funktionsvoraussetzung ist, dass diese zugrunde liegende Anerkennung auch gelebt wird. Und in dem Moment, in dem also Ungarn oder Polen oder andere Staaten beispielsweise, also wie zum Beispiel jetzt Polen, das Verfassungsgericht gewissermaßen demontiert, ja, oder im Grunde ist es in Ungarn ja auch schon passiert, also dann haben wir im Grunde eine Situation, die zum Ausdruck bringt, wir in Ungarn oder wir in Polen sind nicht der Auffassung, dass wir noch geteilte Werte haben mit den Staaten, die festhalten an diesem Prinzip, dass Gewaltenteilung ein Teil unserer politischen Zivilisation ist, die wir hier in Europa haben. Also von daher, glaube ich, ist es ganz, ganz zwingend, dass wir uns wechselseitig beobachten, gegebenenfalls auch korrigieren und auch eine solche Korrektur nicht als Eingriff in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates interpretieren, sondern dass wir das als einen gleichsamen Prozess der wechselseitigen Anerkennung und den Konsequenzen dieser Anerkennung, nämlich dass man sich korrigiert, dass man sich beobachtet und dass man sich unterstützt vor allen Dingen natürlich ansieht. Das ist, glaube ich, der Grund dafür. Annalena, wenn wir uns darüber einig sind, dass solche Grundrechteverletzungen
nicht ein das Problem des Landes sind und auch der darin lebenden Menschen, deren Meinungsfreiheit, Oppositionsrechte und so weiter eingeschränkt werden, sondern dass das ein europäisches Problem ist, weil es die Legitimation und die Funktionsfähigkeit der EU als Ganzes in Frage stellt. Wenn wir das anerkennen, was sind denn da die Antworten Europas? Herr Preuß spricht von korrigieren, also beobachten und korrigieren. Bislang waren die europäischen Regierungen der Nachbarländer eher zurückhaltend. Gerade jetzt, wenn man den Fall Polen oder Fall Ungarn nimmt. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo es aber eher um einzelne Grundrechtsverletzungen geht. Und in Polen, Ungarn geht es ja wirklich um einen massiveren Staatsumbau, der die Ordnung wirklich stark verändert. Die Regierungen waren zurückhaltend. Die Europäische Kommission hat mit ihrer Vertragsverletzungsverfahren und jetzt mit dem neuen EU-Rahmen für Rechtsstaatssicherung ja einiges versucht, um in den Dialog zu gehen mit Polen und Ungarn. Nur das basiert halt auf einem vertrauensvollen Dialog. Und was ist, wenn die Länder diesen Dialog nicht eingehen wollen? Also bis jetzt sind alle Maßnahmen sehr wirkungslos geblieben. In den Ländern geht die Entwicklung weiter. Was ist denn deine Antwort? Also was können wir denn tun? Also ich glaube, wir haben ja vorhin auch darüber diskutiert, nicht alles schön zu reden. Und das ist wirklich ein Fehler, der gemacht wurde, dass man auch in den Erweiterungsrunden, aber im Prinzip auch schon zur Begründung, dass man gesagt hat, man hat einen Acquis communautaire und wenn man den einmal erfüllt ist, dann hat man einen Haken dran gemacht und dann war es das. Und dass gerade die Kopenhagener Kriterien, ja, das ganze Verfahren, was man im Beitrittsprozess macht, dass das danach nicht weiter verfolgt wird. Das wird jetzt von europäischer Ebene so ein bisschen versucht nachzubessern. Wir als Grüne Bundestagsfraktion glauben, dass man da ganz stark aufpassen muss, dass es nicht wieder dieses von oben herab aus Brüssel erzählt euch jetzt mal jemand, was ihr alles falsch gemacht habt. Und das war ja auch so ein bisschen in Polen. Und am besten erzählt noch ein deutscher Politiker, dass die Polen sowieso alle blöd sind, weil sie die falsche Regierung gewählt haben. Das kommt natürlich total schlecht an. Deswegen haben wir vorgeschlagen, dass wir eigentlich so einen Frühwarn- und Überprüfungsmechanismus für die Grundrechte der Europäischen Union haben, wo aus jedem Land vom Parlament gewählt, damit es auch ein bisschen ab ist von den Regierungen, nationale Experten reingeschickt werden und 10 aus dem Europäischen Parlament, also die Zahlen sind erstmal egal, und die immer Monitoringberichte über die Situation, über die Grundrechtssituation in den Ländern machen und dass die Berichte dann auch diskutiert werden im Rat, im Europäischen Parlament und auch in den nationalen Parlamenten. Und dann kann man natürlich verschiedene Stufen einführen und da hapert es ja gerade auch. Also Artikel 7 ist ja das schärfste Schwert, was die Europäische Union hat. Und das zu ziehen, natürlich hadern da manche mit, aber man kann Zwischenebenen reinziehen. Und ich glaube, was man zum Beispiel in Rumänien ganz gut sieht, ja, also wenn da Tausende von jungen Leuten oder Menschen insgesamt auf die Straße gehen, einfach der moralische Support, den es aus den anderen Ländern, aber auch von den anderen Regierungen mitgeben muss, das ist genau der Knackpunkt, wo Vertrauen in Europa gewonnen oder verloren werden kann. Weil wenn das dann in dem Moment ausbleibt, dann ist es ein massiver Vertrauensverlust auf der Ebene. Und das sind so kleine Symbole wie, es gibt die Antikorruptionsbehörde, die auch von europäischer Ebene eingerichtet wurde, in Rumänien. Wenn da hochrangiger Besuch zu dieser Chefin, die ja einiges geleistet hat in Rumänien, in solchen Momenten, wo gerade 10.000 auf der Straße sind, aus den unterschiedlichen Ländern stattfinden, hat das natürlich eine ganz andere Signalwirkung, als wenn man irgendeine Pressemitteilung aus Brüssel schickt. Und ich glaube, das sind die ersten Schritte auf so einer Sanktionsebene. Und dann haben wir mit Österreich, ist ja schon ein paar Jährchen zurück, haben wir auch das Beispiel, was man natürlich danach auch an Maßnahmen greifen kann. Ich glaube, es ist da aber auch sehr, sehr wichtig, immer den kulturellen Kontext der verschiedenen Regionen, also jetzt nicht Einschränkungen bei den Grundwerten zu machen, aber im Kontext. Und da würde mich jetzt auch stark nochmal interessieren, was Barbara dazu zu sagen hat, weil wir hatten zum Beispiel COD-Vertreter, ich glaube vom Dreivierteljahr bei uns auch in der Fraktion und da kam eher der Wunsch, Deutschland, Polen ist jetzt ja nochmal besonders, aber nicht zu viel von außen, ja. Seid vor Ort, führt Gespräche, aber nicht so viel von außen. Und das würde mich jetzt im Falle Polens auch nochmal stark interessieren.
Welche Elemente der Unterstützung sind, du hast gerade Demos angesprochen, solidarische Demos in Berlin, die stattfinden, aber gerade so, wenn man sagt, eigentlich Gewaltenteilung, da gibt es ein Problem. Was sind die besten Formen der Kooperation? Ich glaube, in Rumänien gab es viele positive Wünsche, auch sehr offensiv. Aus Polen habe ich das bisher so ein bisschen anders vernommen, dass es mal nicht so ganz stark in die Offensive gehen sollte. Vielen Dank für die Co-Moderation, Annalena. wäre jetzt die Frage, was hilft und was schadet? Ist keine? Also war jetzt... Okay. What helps? Was hilft? Da sollten wir doch uns der Tatsache stellen, dass Kaczynskis Regierung Deutschland nicht mag. Egal, was ihr hier macht, ob ihr kritisiert, ob ihr schweigt, es wird immer das Falsche sein. Wenn ihr schweigt, wird er euch kritisieren dafür, dass ihr schweigt. Wenn ihr sprecht, wird er sagen, wieso mischt ihr euch ein? Und dasselbe passiert mit der Opposition in Polen. Wenn diese sich einmischt, wird sie dafür kritisiert, dass sie was sagt. Wenn sie nichts sagt, kritisiert er sie dafür, dass sie nichts sagt. Mit anderen Worten, kümmert euch nicht um das, was in Polen gewollt wird. Macht das, was ihr für richtig haltet. Unterstützung für Frauen aus aller Welt, für die Frauen in Polen. Unterstützung für die Bürgerbewegung. Nächsten Samstag gibt es eine große Demo für Europa. Da kann es durchaus Unterstützung geben. Leute, die nach Polen kommen, Solidarität zeigen, das ist eine Möglichkeit. Our Pride wird im Juni präsent sein. Auch da, wenn es da Leute aus dem Ausland gibt, wird das helfen. Es ist nicht so, dass Polen gespalten wäre in die eine Hälfte von rechten Radikalen und die anderen, nein. Manche unterstützen die eine Frage, manche die andere. Viele sind davon überzeugt, dass Polen sich verändern muss, dass es notwendige Veränderungen gibt. Manche Veränderungen sind aber nicht die Veränderungen, die tatsächlich gedacht sind oder die sein sollten. Oft werden Leute an die Spitze von Institutionen gesetzt, die überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, diese Institutionen zu leiten. Die zerstören sie dann von innen heraus. Auch das ist natürlich kontraproduktiv. Aber auch da wird man versuchen, diese Leute wegzubekommen. Ob das in 2 oder 3 Jahren zu machen ist, weiß ich nicht. Aber die Gesellschaft wird wütend, denn nichts an der Lage verbessert sich. Jetzt haben wir ein bisschen Verbesserungen über die Verteilungsprojekte. Da gibt es ein Projekt, das heißt 500+, und davon profitieren die Ärmsten der Armen. Jeder bekommt jetzt 120 Euro. Das ist eine gute Sache, weil es den Leuten hilft. Sie haben einfach ein bisschen mehr Geld, um das zu kaufen, was sie kaufen müssen, oder um ihre Schulden zu bezahlen. Das ist ein Konzept der Regierung, was umgesetzt wird, und es ist ein gutes Konzept. Es geht auch um den Zugang zum Arbeitsmarkt darüber hinaus, zu Beschäftigung. Es geht uns auch um die Verbesserung der Beschäftigungsqualität und so weiter. Wir wollen Investoren in Polen. Insofern diskutieren wir bei uns nicht nur die Frage des Verfassungsgerichts, sondern auch andere Fragen. Und diejenigen, die die EU richtig finden, sollen nicht das Gefühl bekommen, dass sie verlassen sind in Polen. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir hinterlassen, zurückgelassen werden, dass wir egal sind, dann wird das negativ sein. 2003 haben wir davon geträumt, EU-Mitglied zu werden, und es gab das Referendum in Polen, und die Leute haben stundenlang vor den Botschaften Schlange gestanden, um dann dieses Referendum zu unterzeichnen. Wir waren daran gewöhnt, Schlange zu stehen aus den 1980er Jahren. Aber es ging uns damals wirklich um Solidarität, um einen Traum von Gerechtigkeit, von Gleichheit und von Sicherheit. Was haben wir heute? Wir haben mehr Sicherheit, ja.
Aber wir haben nicht mehr soziale Gerechtigkeit, denn die früheren konservativen Regierungen waren niemals daran interessiert, die Charta der sozialen Rechte umzusetzen. Wir haben wesentlich weniger Sozialpolitik, als wir sie wünschen würden. Wir haben nach wie vor kein Recht auf Abtreibung. In Polen, eines der wenigen Länder, sind wir, wo es dieses Recht nicht gibt, weil die EU nie stark genug war, dieses Recht in Polen durchzusetzen. Natürlich hat der Gerichtshof in Straßburg und das EP gesagt, setzt dieses Gesetz um, aber es gab keinen Druck. Also wenn ihr fragt, wie ihr uns helfen könnt, ja, helft der Zivilgesellschaft, dass sie sich stark fühlt und dass sie das Gefühl hat, in Europa willkommen zu sein. Wir sind Bürger und Bürgerinnen Europas, wir wollen uns hier zu Hause fühlen. Ja, aber wie geht konkrete Hilfe? Habe ich doch gerade gesagt. Kommt nach Polen zu den Demonstrationen, zu den öffentlichen Veranstaltungen, helft der Zivilgesellschaft, sich zu organisieren. Kooperation, das ist bisher schon sehr erfolgreich praktiziert worden. Kaczynski. War in viele Projekte nie einbezogen und deswegen ist er vielleicht so antideutsch. Aber viele junge Menschen haben zum Beispiel an Austauschprogrammen, universitären Austauschprogrammen für Studierende teilgenommen und sie fühlen sich sehr, sehr europäisch. Und die EU? Nun, sie muss sich reformieren, damit Europa nicht so ein leichtes Ziel ist, das man einfach kritisieren kann, wenn Europa konkret und stark agiert. Und die Mechanismen adäquat umsetzt, dann kann das funktionieren. Ich meine, welche Mechanismen gibt es denn im Moment in der Praxis neben dem Aussenden von Kommissaren oder Ähnlichem? Nicht viel. Das erfordert möglicherweise eine größere Reform innerhalb der EU. Und wir werden als Zivilgesellschaft versuchen zu gewährleisten, dass diese jüngeren Entscheidungen auch in unserer Präsenz getroffen werden. Nicht als Teile der Regierung, aber als Zivilgesellschaft. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Regierungen von Ländern nicht immer automatisch die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren. Bevor wir jetzt zu dem gesellschaftlichen Engagement gehen, wollte ich Sie noch mal ganz kurz fragen. Jetzt, Barbara sagte ja, es fehlen Sanktionen. Können Sie sich mehr Sanktionsmechanismen für die EU vorstellen, die gegen Grundrechteverstöße oder Rechtsverstöße in Mitgliedsländern vorgehen könnten? Ja, es gibt ja diesen bekannten Artikel 7, den Frau Baerbock schon erwähnt hat. Der ja als äußerste Sanktion vorsieht, ein einstimmiges Votum im Europäischen Rat, das Stimmrecht für das sanktionierte Land zu entziehen. Und das ist natürlich das generelle Problem der Einstimmigkeit, weil im Grunde natürlich da ein Mechanismus der Blockierung bei 28, demnächst 27 Mitgliedern, wird wahrscheinlich jeder Sünder in Anführungsstriche, weil keiner frei von Sünden ist, dann also auch irgendwie einen finden, der dann mit ihm dann stimmt und also das dann blockiert. Insofern also die Vorstellung, dass man mit einer normalen Mehrheitsentscheidung eine Sanktion treffen kann. Oder das wäre sozusagen bezüglich des Quorums, was erforderlich ist. Und die andere Alternative wäre natürlich, dass man sagt, man könnte auch ein Ausschlussverfahren in Betracht ziehen als eine mögliche Sanktion. Beides ist eigentlich offen gestanden mit dem Charakter der Europäischen Union als eines freiwilligen Völkerbundes, möchte ich mal besser als Staatenbundes sagen, nicht so recht vereinbar oder jedenfalls macht Schwierigkeiten. Aber richtig ist, glaube ich, schon, dass die strategische Benutzung des Stimmrechts, um eigene nationale Interessen zu schützen, natürlich auch gemeinschaftswidrig ist. Also auch nicht im Grunde genommen dem Sinn und der Kultur gewissermaßen der Europäischen Union als eines Völkerbundes gerecht wird. Also wird man irgendwo eine Linie finden müssen, die noch vereinbar ist
mit dem Geist aber doch etwas effektiver ist. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man bei Artikel 7 nicht mit einer Einstimmigkeit im Europäischen Rat, nicht die Einstimmigkeit im Europäischen Rat verlangt, sondern meinetwegen eine Zweidrittelmehrheit, um die Gemeinschaft zu schützen vor, ja, vor einzelnen Ausreißern gewissermaßen. Weil Moment, Artikel 7 kann die Stimmrechte im Europäischen Rat, die Stimmrechte einer Regierung im Europäischen Rat einschränken. Ja. Habe ich das nicht erwähnt? Ja. Doch. Ja, also das Stimmrecht im Europäischen Rat, genau. Das ist mit dem kann, nein, nicht nur dort, sondern auch in den, auch im Rat. Also die Entscheidung darüber fällt im Europäischen Rat, also bei den Staats- und Regierungschefs. Aber gemeint ist natürlich das Stimmrecht in den, im Rat auch, also in den, dort, wo also die Politik gemacht wird, das ist gemeint. Wobei natürlich auch andere Möglichkeiten existieren, theoretisch. Man könnte sich vorstellen, dass also auch bestimmte, was immer am meisten wehtut, sind natürlich irgendwelche finanziellen Sanktionen. Nicht wahr? Also wenn man kürzt bestimmte Budgets, weil es verwirrt natürlich und führt auch zu Ressentiments bei den Leuten, wenn sie merken, dass also Polen oder Ungarn oder wie auch immer also verbal also auf die EU einhauen und auch in ihrem Verhalten nicht sehr sich solidarisch verhalten, aber gerne sozusagen die Fonds in Anspruch nehmen, mit denen sie also doch erhebliche Beträge in ihre eigene Volkswirtschaft und ihr eigenes Land leiten. Da ist also auch ein Widerspruch. Das heißt, diese ganze Balance, diese Architektur ist fraglich. Und es gibt da noch einige andere Punkte, aber ich will jetzt nicht zu lange reden, aber ich hätte dadurch auch noch einige Punkte, wo ich denke, dass wir tatsächlich davon ausgehen müssen, dass vielleicht was vor 60, wir feiern jetzt das 60. Geburtstag, also vor 60 Jahren und dann auch danach noch richtig war, was die Architektur, die institutionelle Architektur des Landes, der Europäischen Union anbetrifft, dass das richtig war, einschließlich dieser Ever Closer Union. Ich war, während wir heute, und Frau Baerbock hat es ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, die Verschiedenheit der Länder und deren Kulturen in den Hintergrund gerückt ist und wir jetzt also, glaube ich, auch insofern an institutionelle Innovationen denken müssen, die mehr diese Verschiedenheiten berücksichtigt. Ich will das nur kurz andeuten, weil ich weiß nicht, wie jetzt Ihre Linie weitergeht in der Diskussion. Gut, vielen Dank. Genau, ich möchte jetzt nämlich umschwenken. Barbara hat ja davon gesagt, dass es eine einzige gute Sache gibt, die politische Situation in Polen mit sich geführt hat, nämlich, dass es jetzt viel mehr gesellschaftliches Engagement und Aktivismus gibt. Und wir haben hier auf dem Podium einen Vertreter einer Initiative, die genau das jetzt getan hat, die gesagt hat, wir haben das Gefühl, Europa geht zugrunde, unsere Werte, Demokratie, Freiheit, politische Freiheiten, individuellen Freiheiten sind in Gefahr, aber wir wollen nicht in die Schockstarre verfallen, sondern wir wollen etwas dagegen tun. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass Sie heute hier sind, das ist jetzt halt ein Beispiel, Pulse of Europe, einer Initiative, die sich entschieden hat, für Europa etwas zu tun. Und ich möchte Sie fragen, was war Ihr Impuls, genau das zu tun und mit welchen Mitteln verfolgen Sie jetzt Ihre Ziele? Also der Impuls war ehrlich gesagt ein fataler Anruf eines Studienfreundes aus Frankfurt, den ich entgegengenommen habe und der mich seitdem sehr viel Zeit kostet, vor, weiß nicht, 2 Monaten. Wo das erste Mal Pulse of Europe stattfand, in Frankfurt tatsächlich, ausgedacht von einem ganz engen Freundeskreis bei einem Glas Bier abends, als, und jetzt kommen wir zu dem Impuls, natürlich Reaktion auf Brexit und dann, was man gerade irgendwie dabei war zu verdauen, die Wahl von Donald Trump, wo man dachte, das Unmögliche kann geschehen. Und dann genau die Perspektive, die 3 Wahlen, die wir noch vom Untergang des Westens entfernt waren, was wir heute Morgen gelernt haben, der Frankreich-Wahl. Und dann irgendwie die Einsicht, dass es nichts bringt, hinterher zu demonstrieren. Das ist einfach der falsche Zeitpunkt. Also dass ein Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump irrsinnig viele Leute auf die Straße gehen, schön, aber zu spät. Ne? Und man muss sich vielleicht vorher artikulieren. Das war so der Impuls. Und ich habe ein ganz gemütliches und ruhiges Leben geführt bis dahin, als wie die anderen, die das organisieren, auch.
und hatte noch nie eine Demonstration, ehrlich gesagt, angemeldet. Muss lange zurückdenken, wann ich mal an einer teilgenommen habe. War eigentlich immer ganz zufrieden mit allem und hatte nicht das Gefühl, groß auf die Straße gehen zu müssen. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. Und dann, wir hatten natürlich ein bisschen die Erfahrung aus Frankfurt, wo das eben losging, wo es rein durch den Freundeskreis Mund-zu-Mund-Propaganda erzählt wurde und beim ersten Mal 200 Leute dahin kamen. Jetzt kommen hier, sehe ich gerade ein paar Bilder auch. Das sind, glaube ich, Bilder aus Berlin, würde ich vermuten. Ja, ganz genau. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich davon erzählen muss, weil heute Morgen hörten wir, dass die Journalisten so gerne Bad News veröffentlichen und dass Europa so langweilig ist und deswegen wenig Positives berichtet wird. Wir sind im Moment ehrlich gesagt so, dass uns die Presse total überfällt und wir uns gar nicht mehr retten können vor Berichten davon, was wir natürlich toll finden, weil dadurch vielleicht auch noch mehr zu uns kommen. Also viele werden vielleicht davon schon gehört haben und auch schon dort gewesen sein. Jetzt habe ich ein bisschen Sie treffen sich jeden Sonntag um 14 Uhr in jetzt mittlerweile schon zig Dutzenden Städten in Deutschland, aber auch in ganz Europa, ja? Genau, also was in Frankfurt anfing, da habe ich gerade den Faden verloren, mit 200 Leuten, das schwappte dann in andere Großstädte und auch Kleinstädte. Inzwischen sind wir in 9 EU-Staaten und 60 Städten aktiv. Da gibt es... Wir Berliner sind natürlich die Größte, klar, aber da gibt es überall Demonstrationen. Also mit Frankfurt haben wir immer so ein bisschen einen Wettbewerb, wer mehr auf die Straße bringt, aber noch sind die Berliner vorne oder inzwischen sind die Berliner vorne. Wie man sieht auf dem Gendarmenmarkt. Ganz genau, wir treffen uns am Sonntag um 14 Uhr auf dem Gendarmenmarkt und vielleicht muss ich kurz erklären, was da passiert, weil da erzählen sich eigentlich Leute, die sonst genauso wie ich auch nicht auf Demonstrationen gehen, was sie an Europa toll finden. Und als ich eben diesen ersten Anruf bekam, wo ich gefragt wurde, ob ich nicht das in Berlin mitmachen kann, da sagte dieser Studienfreund eben, das ist so eine ganz emotionale Sache. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass man irgendwie auf die Straße geht und emotional für Europa demonstriert. Das ist aber genau der Trick und das funktioniert wunderbar. Und wer da war, wird es, glaube ich, bestätigen können. Also erstmal ist es toll, dass Leute ihre Gefühle zu Europa erklären können. Das ist nämlich was, was viel zu kurz kommt, was auch irgendwie heute immer nur mal so angesprochen wurde, dass es für ganz viele irgendwie ein Lebensgefühl ist, Europa. Gerade für die Jüngeren und auch irgendwie für die Älteren. Weil für die erinnern sich daran, dass es ein Friedensbündnis ist in erster Linie und auch Wohlstand gebracht hat. Das ist sowas, was die Älteren vielleicht mehr bewegt und für die Jüngeren ist es irgendwie so ein bisschen ein Lifestyle, sich frei bewegen zu können. Also die Jüngeren eher die Freiheiten, die Älteren vielleicht eher so die Wohlstand und Frieden als das, was sie damit assoziieren. Also die kommen auf die Bühne, wir haben ein offenes Mikrofon, jeder kann was erzählen. Gestern, deswegen bin ich auch noch so ein bisschen heiser, hat es ja geschüttet um 2 und trotzdem waren, also man weiß nicht so genau, wie viele jetzt unter jedem Regenschirm steckten. Die Schätzungen gehen immer ein bisschen auseinander. Also sagen wir mal, 3000 Leute waren auf jeden Fall da. Und das wirklich bei strömendem Regen. Das ist vorletzten Sonntag gewesen. Da war es noch schön, da waren wir fast 5000. Und dann passieren ganz tolle emotionale Sachen. Wir sind auf der Treppe des Konzerthauses und das Konzerthaus hat uns irgendwie auch ins Herz geschlossen und hilft uns, indem sie gestern mit Jorah Veitmann auf die Treppe kam, der um 16 Uhr ein Konzert gegeben hat und um 14 Uhr auf unsere Bühne kam und die Europahymne improvisierte und nach ein paar Takten aufhörte und sagte, ihr kennt dieses Lied doch viel besser als ich. Und dann fing plötzlich diese unter den Schirmen im strömenden Regen stehende Menge an, die Europahymne zu singen. Und Jorah Veitmann spielte dazu. Also das war hinreißend. Das war wirklich echt schön. Und ähnliche Momente hatten wir dann auch noch eben viele Beiträge am Mikrofon sind sehr emotional und sehr schön. Gestern war ein wunderbarer Moment, wo ein 10-jähriger kleiner Junge, der hatte sich da zwar darauf vorbereitet, aber es hat wirklich er gemacht. Der hat also sich da ans Mikrofon gestellt vor tausenden Leuten und hat erzählt, mein
mein einer Opa ist aus Russland, mein anderer Opa ist aus Italien, die Eltern von meinem einen Opa kamen aus Finnland, meine Mutter ist aus dem Osten, mein Vater ist aus dem Westen, meine Lieblingsfußballclubs sind Italien, Kroatien, Spanien und ich weiß nicht, es war wirklich zauberhaft und er hat irgendwie erzählt, was er an Europa toll findet. Also, das ist eine ganz emotionale und schöne Sache. Und jetzt, wenn ich hier diese vielen Gedanken zu Europa höre, die natürlich sehr wichtig sind und sehr verkopft sind, dann kommen wir natürlich zu dem Problem, dass es nicht so sehr schwer ist, sich emotional darauf zu einigen. Und um über Pulse of Europe noch was zu erzählen, ich kann, da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, ich kann gar nicht so richtig jetzt eine Position vertreten, weil die gibt es nicht und die gibt es noch nicht. Wir sind ein wilder Haufen von Leuten, die sich zusammengefunden haben, die also in diesem Berliner Organisationsteam sind alle Parteibücher außer der AfD vertreten, würde ich sagen. Also, weiß ich. Also von Linkspartei bis CDU ist alles dabei. Und wir finden das alle absolut beglückend, dass wir unter diesen blauen Fahnen uns einig sind und uns gut verstehen und uns einander respektieren und zuhören. Und aber die Basis ist die gleiche. Das finde ich irgendwie ganz toll. Ich weiß nicht, was ich noch alles erzählen soll. Ja. Könnt ihr am Samstag, am 25. in Warschau, am großen Marsch teilnehmen? Ihr habt ja gefragt nach konkreten Vorschlägen, also bitte, das ist ein konkreter Vorschlag. 20. Marschieren. Pulse of Europe hat sich diesem Aufruf zum March for Europe angeschlossen und wir machen damit, aber es gibt leider noch kein, also ich habe erzählt, 9 Staaten, 60 Städte. Wir kriegen ungefähr jede Woche 20 bis 30 Anfragen von 9 Städten dazu. Also es wächst enorm und das soll auch unbedingt so weiter wachsen. Ich sehe mit großer Trauer, dass Polen bisher noch nicht dabei ist, obwohl wir mit vielen Polen sprechen, mit polnischen Freunden. Und wir hoffen, dass also vielleicht schon nächste Woche, aber spätestens übernächste Woche, Pulse of Europe auch in Wrocław und in Warschau stattfinden wird. Und wir sprechen mit denen und wir wollen unbedingt in Polen auch mitmachen. Aber dann kommen Sie doch auch zum Pulse of Europe. Sonntags. Man kann ja beides machen, Samstag und Sonntag. Ja. Ja, vielen Dank. Das ist jetzt halt ein Beispiel einer Initiative. Es gibt viele mehr oder einige mehr. Jetzt sind wir wieder auf einer anderen Ebene. Sie haben das ja selbst gesagt, emotionale Ebene, dass das Grundsätzliche, dass wir einfach davon ausgegangen sind, dass die Errungenschaften, die Europa uns gebracht hat oder für die Europa ein Versprechen gegeben hat, also Freiheit, Frieden, Wohlstand für alle, dass wir das irgendwie immer haben werden, diese Freiheiten, den Frieden und so weiter. Und dass wir jetzt vor die Tatsache gestellt werden, dass das vielleicht nicht mehr so ist. Also dass wir das nicht als selbstverständlich nehmen dürfen, sondern dass jeder und jede, gerade die jüngeren Generationen auch, was dafür tun müssen, dass diese Errungenschaften uns auch erhalten bleiben, weil das ihre Zukunft ist. Und unsere alle, aber auch vor allen Dingen die Zukunft der Jüngeren. Annalena, bevor wir nochmal, würde ich dir gerne auch dazu nochmal das Wort geben, möchte ich jetzt aber mal gerne ein paar Kommentare aus dem Publikum einsammeln. Ich denke, das ist ein guter Moment. Wir haben mehrere, gut, Sie und dann hier der Herr, er will nämlich eine andere Initiative vorstellen von DiEM25, aber zuerst hier die Dame, ja? Thank you. First of all, I want to. Ja, ich möchte einfach mal sagen, dass es wirklich interessant ist, diese zuzuhören. Aber ich möchte kurz einen Kommentar abgeben. Man spricht hier von liberal und antiliberal, aber ein wichtiger Punkt fehlt: die Charakterisierung, was liberale Politik eigentlich für Europa bedeutet. Ich habe ein
eine Liste von Politik, die falsch läuft, gibt es hier. Da möchte ich einige zitieren, ist vielleicht nützlich für die Diskussion. Und außerdem, weil ich von einem anderen Land komme, wie Sie vielleicht hören, aus Italien und wieder eine andere Perspektive habe. Was von der EU verstärkt wurde, war die Deregulierung der Märkte, des Arbeitsmarkts insbesondere. Wir haben in Frankreich gesehen, dass es jetzt ein neues Arbeitsrecht gibt. Und wir haben gesehen, was diese Konsequenzen solcher Politiken sind, mit mehr Fragmentierung, mit Fragilität, mit Ungleichheit, mit den arbeitenden Armen, mit vielen Teilzeitarbeitsplätzen, die geschaffen worden sind anstelle von Vollzeitarbeitsplätzen. Das ist etwas, was wir unterstreichen müssen. Eine andere Politik ist die Freizügigkeit, was Kapital angeht. Wir wissen, dass viele monetäre Institute diesen Punkt unterstrichen haben. Und das hat die Schwächen in den europäischen Ländern geschaffen. Also der Banken zum Beispiel vor und nach der Wirtschafts- und Finanzkrise, dann haben wir diese fiskalischen Politiken, die Ungleichheit verschärft hat. Und wir haben auch in Europa viel gesprochen von Innovation. Wir haben aber zum Beispiel Professor Mazzucato, das ist ein Bereich, den wir weiter verfolgen müssen. Also Mikrokredite zum Beispiel und nicht Investitionen für Großunternehmen. Also wir sollten viele, viele Dinge auf der europäischen Ebene machen und ich glaube, das ist möglich. Da kann man sicherlich auch die Leute, die im Moment bei den Populisten sind, junge Arbeiter und so weiter, wieder für uns gewinnen. Danke. Ich bin Vasco Esteves, ich komme aus Portugal und vertrete hier oder bin Mitglied von Diem 25. Falls Sie noch nicht wissen, was das ist eine Initiative für die Demokratisierung Europas. Democratization Initiative Movement of Europe. 25, weil wir uns als Ziel gesetzt haben, als Wunsch, bis 2025 diese Demokratisierung zu erreichen oder anzustreben. Diese Bewegung ist vor einem Jahr ziemlich genau gegründet worden von Yannis Varoufakis, der ehemalige Finanzminister von Griechenland, der sehr viele traumhafte Erfahrungen gemacht hat, auch gerade mit den europäischen Institutionen und mit der Eurogruppe und so weiter. ja, genau. Er hat mit Hilfe von anderen, zum Beispiel Noam Chomsky und auch Assange und andere Prominenten, aber unsere Bewegung ist ja nicht eine Bewegung von Prominenten, ist auch keine Partei, ist eine Bewegung, ist also das Ziel zu pushen, dass Europa demokratisiert wird, weil um das ein bisschen den Bogen zurückzuspannen, wenn wir jetzt gegen die Populisten, gegen die Rechtsextremen uns zusammenschließen und verhindern, dass sie an die Macht kommen, ist das gut. Aber das reicht nicht aus, weil die Ursachen noch nicht, diese Rechtspopulisten noch nicht behoben worden sind. Das heißt, die Ursachen ist unserer Meinung nach, dass die Institutionen, auch europäische Institutionen, nicht alle unter Kontrolle der Völker sind, also dass sie nicht richtig demokratisch sind. Als Beispiel die Eurogruppe, die konstituiert worden ist, aber eigentlich in keiner Satzung, keine Kontrolle hat, die Sitzungen sind nicht öffentlich, das bedarf dringend einer Kontrolle. Auch, dass das Europäische Parlament nicht genügend Macht hat, um zu kontrollieren, was die Politiker, europäische Politiker machen. Also lauter solche Beispiele. Und ich weiß nicht. Ja, wir wollen anderen auch noch die Gelegenheit geben. Gut. Ja, vielen Dank. Ich kann
noch von hinten jemanden nehmen. Hier. Thank you, Nils Meyer-Olof, working for Ecologic. I have a question for Barbara. Eine Frage an Barbara. Du hast ja die Frage angesprochen, wie stark Parteien attraktiv sind für Menschen, sodass sie gewählt werden. Sie brauchen eine Vision. Welche kann das sein? Danke, danke schön. Ich komme auch aus Polen. Ich möchte herzlich bedanken, Frau Nowacka, dass Sie hier unsere Regierung von PiS so begeistert. Da muss ich wirklich herzlich bedanken für den Fall, für den Aufmerksam, dass die 500 plus, was Sie gerade gesagt hätten. Für mich ist eine wichtige Frage an den Organisatoren hier. Es wäre schön, wenn man auch die ein Mann von den oder eine Frau von den Populisten hier eingeladen werden. Dann können wir auch die Meinung von den, wie Sie das nennen, Populisten. Ich werde Sie bitten, in Zukunft, wenn es so wäre und wenn das möglich wäre, solche Menschen auch aus Polen einladen. Okay. Ich bedanke Sie herzlich. Danke für die Anregung. So, dann machen wir jetzt hier eine Abschlussrunde. Es waren ja zwei Fragen, vor allen Dingen die eine Frage hat stärker die soziale Dimension nochmal in den Vordergrund gerückt. Wir haben ja hier stärker auf die rechtlich-demokratische Dimension geschaut, aber vielleicht könnte gerade du, Annalena, darauf nochmal eingehen. Und das Thema demokratische Kontrolle. Wir hatten das ja schon heute Morgen, dass oder heute am frühen Nachmittag, dass es vielen Menschen darum geht, die Kontrolle, politische, demokratische Kontrolle zurückerlangen. Das war der andere Kommentar. Da würde ich auch gerne um eine Antwort bitten. Und es gab ja auch eine direkte Frage an Sie. Wollen Sie gerne anfangen, Barbara? Well, answering to die Frage ist ja hier von mehreren aufgeworfen worden. Was kann die EU machen, um progressiv im Land rüberzukommen, in Polen? Zum einen Arbeitsmarktpolitik gewährleisten, dass die Leute Arbeit haben, dass Menschen Arbeit finden und ein anständiges Leben führen können. Was wir im Moment in der Welt vermissen, ist darüber hinaus Hoffnung. Hoffnung auf ein besseres Leben, bessere Chancen. Und gar nicht mal so was Außergewöhnliches, sondern ein ganz normales, aber anständiges Leben. Viele junge Menschen haben Angst. Sie sehen für sich keine Zukunft. Und natürlich, wenn sie keine Zukunft für sich sehen, dann werden sie frustriert und dann suchen sie Antworten im Nationalismus, in der Fremdenfeindlichkeit, in Xenophobie, im Rassismus. Und insofern ist es ganz wichtig, dass Beschäftigung geschaffen wird, für junge Menschen vor allen Dingen. Und dass auch die Probleme der Automatisierung am Arbeitsplatz zum Beispiel gelöst werden. Die Menschen haben auf allen Ebenen des Arbeitsmarktes Angst. Und im Übrigen ist es so, dass wer Arbeit hat, auch gerne sinnvolle Arbeit haben möchte. Und auch das gilt auf allen Ebenen. Zweitens Ressourcen. Europa ist reich. Europa ist reich genug, um zu gewährleisten, dass die Europäerinnen und Europäer anständige Löhne bekommen und Gelände. Dass sie nicht drei Jobs haben müssen, um sich überhaupt ein Leben leisten zu können. Dass sie genug Geld haben, um eine Wohnung zu mieten oder ihre Kinder zur Schule zu schicken. Schulen, die eine Zukunft für die Kinder bedeuten. Das heißt, wenn wir von Visionen sprechen, dann müssen wir vom Arbeitsmarkt
und Sozialpolitik sprechen, damit wir das haben, was wir wirklich brauchen und das in Ergänzung zu dem, was die EU seit 16 Jahren uns schon gibt, nämlich Frieden und den versprochenen Wohlstand. Der Wohlstand, das bedeutet Lebenschancen, das bedeutet gute Jobs, das ist auch versprochen worden und das wollen wir. Es gibt ein paar, die das nicht als Fortschritt sehen, die da sich gegen die Werte wehren. Aber für uns sind das wichtige Werte, auch die Umwelt zum Beispiel sind wichtige Aspekte, aber auch die Wirtschaft, die Demokratie, die Fiskalpolitik, das sind alles wichtige Bereiche. Aber der wichtigste Bereich, wenn Sie mich fragen, ist der eben genannte. Qualität, Lebensqualität und Arbeit, Chancen auf dem Arbeitsmarkt für alle und Vorteile eben nicht nur für Unternehmen, sondern für die Bürgerinnen und Bürger. Europa sollte für die Bürger und Bürgerinnen sein, nicht fürs Kapital. Nein, okay, dann Annalena Baerbock. Da sind wir, glaube ich, schon bei dem größten Dilemma, wo die Europäische Union gerade steht. Dass nämlich die Erwartung an die Europäische Union, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen oder auch was Sie angesprochen haben, für eine faire Steuerpolitik, dass da die Kompetenzen auf der europäischen Ebene leider sehr limitiert sind. Und das sind vielleicht auch manche der falschen Versprechungen, die gemacht wurden, auch gerade für die Länder, die neu dazugekommen sind, dass man Prosperity versprochen hat, dass man viel über die ganzen Hilfsfonds, die über Regionalfonds, ESF-Fonds auch Entwicklung vorangetrieben hat. Aber das, was wirklich das soziale Herz oder wie man sagt, der soziale Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält, der liegt nach wie vor in den nationalen Mitgliedstaaten. Und da geht die Diskrepanz so auseinander, weil auch, würde ich sagen, von Mainstream-Parteien gerne gesagt wird, Europa ist so unsozial und deswegen geht es uns hier so schlecht. Und wenn dieses Zusammenspiel zwischen europäischer Ebene und Nationalstaaten und nationalen Regierungen, die halt die Hoheit über die Sozialpolitik haben, nicht wieder besser funktioniert, dann haben wir aus meiner Sicht ein Problem. Weil es gibt zwei Alternativen. Entweder die Nationalstaaten sind dazu bereit, Kompetenzen auf die europäische Ebene abzugeben. Und das wären dann so Dinge wie europäische Krankenversicherung, ja, auch ein Thema Krankenversicherung, gerade in Griechenland, ja, europäische Arbeitslosenversicherung, diskutieren wir auch bei uns Grünen, sehr kontrovers, ja, ich war immer eine lange Verfechterin dessen, aber als wir über die ganzen Hilfspakete für Griechenland diskutiert haben, wenn man jetzt eine europäische Arbeitslosenversicherung einführen würde, und heute Morgen wurde es, glaube ich, angesprochen, erstmal 20% der Beiträge wird gesagt, die gehen aber nach Südeuropa. Ob man das steht als Regierung, man weiß es nicht, aber ich glaube, das Wichtige ist, da ehrlich drüber zu reden. Ja? Und dann, wenn das auf der nationalen Ebene bleibt, dann müssen die nationalen Regierungen, und das sind einfach politische Entscheidungen bei Wahlen, und da hat es in Europa einfach in den letzten 15 Jahren im Zuge des Neoliberalismus einfach Privatisierungstendenzen gegeben, private Altersvorsorge, was wir alles in den verschiedenen Versicherungssystemen haben, wo das einfach so zusammengegangen ist. Und dann gab es, glaube ich, eine ganz ungünstige Entwicklung, im Zuge, weiß nicht, wer da mitgewirkt hat, die können sich daran erinnern, 2004 bis 2006, Dienstleistungsrichtlinie, die ja auf europäischer Ebene diskutiert wurde, weil die Grundfreiheiten, wo Europa halt Kompetenzen hat, Dienstleistungsfreiheit, Kapitalfreiheit, so vorgeschlagen wurden, sicherlich auch mit, ja, also von politischen Mehrheiten im Europäischen Parlament. Es gab auch andere Parteien, die anders abgestimmt haben, wo gesagt wurden, auch Daseinsvorsorge soll liberalisiert werden. Und ich glaube, das war wirklich so ein kritischer Moment, wo es diesen antisozialen Touch auf der europäischen Ebene gegeben hat, weil da einfach mit Mehrheit Entscheidungen getroffen worden sind, wo jetzt vieles, was sozial schlecht läuft, in den Mitgliedstaaten automatisch auf die europäische Ebene gegeben wird. Wie gesagt, im sozialen Bereich ist es, glaube ich, sehr schwierig. Da werden wir keine Kompetenzübertragung sehen. Bei dem Steuerbereich ist, glaube ich, was anderes. Also die unterschiedliche Besteuerung von Kapital in Europa, das ist ein Punkt, wo sicherlich einfacher Europa zuständig sein kann. Aber da braucht man Einstimmigkeit im Rat. Und deswegen darf man da aus meiner Sicht auch keine falschen Versprechungen machen. Und vielleicht noch, das ist ja auch schon das Schlusswort, oder? Vorhin war ja das Thema so unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich finde, man muss auch da aufpassen, dass man keine falschen Versprechungen macht. Weil wir haben dieses Instrument der verstärkten Zusammenarbeit. Und vor 3 Jahren oder so war es Tobin-Tex. Ja? Deutschland geht voran, sucht sich 7 Länder, die mitmachen. Und wir haben dann als unterschiedliche Geschwindigkeit, ich
die Tobin-Tax ist nach wie vor nicht gekommen. Also diese, kannst du es erklären? Tobin? Also die Besteuerung von Kapitaltransfers, also dass man sozusagen, wenn man Aktien verkauft, darauf eine Zuschlagbesteuerung macht. Das war im Zuge der Finanzkrise ein großer Punkt, wo gesagt wurde, okay, einige Staaten gehen voran. Deutschland, Schäuble hatte das mit versprochen. Da ist seitdem nichts passiert. Das ist für mich so ein Beispiel, dass wir auch, wenn wir sagen, okay, es gehen halt die voran, die vorangehen wollen, das ist kein Automatismus, sondern es braucht nach wie vor die politischen Mehrheiten und die Länder, die da auch vorangehen wollen. Und deswegen, ich persönlich warne so ein bisschen davor zu sagen, dann geht alles schneller. Vielleicht macht es die ganze Geschichte nur noch komplizierter. Und am Ende kommt es leider vielleicht immer wieder auch dazu hinaus, dass man auch auf europäischer Ebene sagen muss, man muss genau gucken, welche Partei steht wofür, weil die Mehrheiten sind derzeit im Europäischen Rat einfach so, dass da viele rechte, konservative Regierungen mitsitzen, die gerade in diesen Bereichen, sozialer Bereich, Arbeitnehmerrechte wurde angesprochen, wo es jetzt ja Richtlinienvorschläge nochmal gibt, Minimum Income Directive zum Beispiel, also wie heißt es, Mindestlohnrichtlinie. Das wird jetzt diskutiert, könnte ein Schritt zu etwas Sozialerem werden. Aber die Frage ist, gibt es dann die entsprechenden Mehrheiten im Parlament und im Europäischen Rat? Vielen Dank, Annalena. Herr Preuß, Sie haben jetzt noch das Wort. Ja, ich wollte vielleicht eine Bemerkung zum Thema demokratische Kontrolle noch machen, die ja vorhin auch aufgekommen ist. Wobei, das ist ja ein zwiespältiger Begriff. Meint man demokratische Kontrolle jetzt aus der Sicht des Nationalstaates, so wie zum Beispiel Ungarn das interpretieren würden oder die Polen, obwohl die ja weniger antieuropäisch sind als ihre eigene nationale Agenda dazu führen, aber wie dem auch sei, oder ob damit gemeint ist eben eine demokratische Legitimation durch europäische Institutionen, also durch europäische demokratische Verfahren. Und da würde ich sagen, und das ist der Punkt, wo ich vorhin schon kurz angedeutet habe, wo ich denke, dass vielleicht, was vor 60 Jahren oder vor 50 Jahren richtig war, heute problematisch wird. Ich glaube, man muss deutlicher den unterschiedlichen Charakter der Mitgliedstaaten in ihrem Prozess der Nationalwerdung und Nationalbildung und damit also auch des Demokratieverständnisses berücksichtigen. Es gibt eben, das ist eine altmodische Unterscheidung, aber die ist immer noch so über den Daumen gepeilt, ganz richtig. Es gibt sozusagen Staatsnationen und Kulturnationen. Und Kulturnationen sind die, die also meistens mit unsicheren territorialen Ausdehnungen, vielen ethnischen Minderheiten auf ihrem Territorium und Verschiebung der Grenzen, also mehr Ost- und Mitteleuropa, die haben eine ganz andere Vorstellung von Nationen. Die ist nämlich nicht an den Staat und die Staatsexistenz gebunden, sondern an das Volk, also an die Ethnie, an die Homogenität des Ethnos. Und die haben natürlich eine viel höhere Sensibilität bezüglich irgendwelcher Beschlüsse in Brüssel, zum Beispiel über die Aufnahme von Migranten. Ja, weil sie sagen, wenn die sagen, ja, die zerstören unsere Nation, dann meinen die, und das ist sozusagen undemokratisch, dann meinen sie damit, was wir in Westeuropa sagen würden, ja, das ist einfach kruder Ethnonationalismus. Aber für die ist es natürlich auch ein Moment von Demokratie. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, wie das richtig zu sehen ist, aber ich glaube schon, dass Europa sich dessen bewusst sein muss, dass es sehr heterogene Nationalen, also wir haben ja vorhin schon von Frau Baerbock davon geredet, dass es also sehr kulturelle Unterschiede gibt. Das ist ja einer dieser kulturellen Unterschiede, die ziemlich gravierend sind und dass man sich dann doch so überlegen muss, ob man sozusagen diese one size fits all, ja, sozusagen, dass man eine Lösung findet für alle europäischen Nationen und unabhängig davon, welches Selbstverständnis diese Völker von ihrer Nation und damit auch von ihrer Selbstbestimmung, also von der Demokratie haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Sensibilität, die müsste, glaube ich, jetzt in Europa stärker werden. Und vielleicht noch ein Gesichtspunkt, der damit zusammenhängt. Wir haben vor 50 Jahren, also 10 Jahre nach der europäischen, nach den Verträgen, einen richtigen, wenn es mal bösartig formuliert, einen Putsch gehabt, einen konstitutionellen Putsch, und zwar durch den Europäischen Gerichtshof, weil der Europäische Gerichtshof in zwei entscheidenden, also Juristen hier, die sitzen, wissen das, diese van Gent-Loos und Costa Enel, diese beiden Entscheidungen, die erklärt haben, die europäischen Verträge sind im Grunde genommen europäische Verfassungen, die den direkten Effekt, also Direktwirkung aller europäischen Beschlüsse direkt bis auf die Bürger hin zur Folge haben, mit der Folge, dass sozusagen kein Filter mehr stattgefunden hat zwischen europäischen Beschlüssen
und der Umsetzung in den nationalen Rechtsordnungen, weil es sozusagen diese Direktwirkung hat. Und das hängt damit zusammen, dass der Europäische Gerichtshof ein Teil dessen ist, was heute in der internationalen Diskussion als Juristocracy, also Juristokratie, also sozusagen die Herrschaft der Gerichte angesehen wird. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Konstruktionsfehler, dass Europa viel zu stark wichtige Entscheidungen an Institutionen delegiert hat, die gar nicht demokratisch verantwortlich sind. Das gilt sowohl für den Europäischen Gerichtshof, das ist für die Justiz natürlich üblich, aber da kann man sich natürlich auf die Kompetenzen einigen. Oder das gilt auch für die Europäische Zentralbank, die ja auch unabhängig ist, was einen gewissen Sinn macht in einer bestimmten Architektur, aber was natürlich wiederum eine Entfernung von demokratischer Legitimation ist. Also da sehe ich Probleme, die wir, glaube ich, aufgreifen müssten, also in der europäischen Diskussion, unbeschadet der Tatsache, dass natürlich die Politiken, über die jetzt eben geredet worden ist, Arbeitsmarktpolitik und auch die ganze Diskussion über den Euro und die Hilfe vor Griechenland aus meiner Sicht eine völlige Katastrophe ist, aber das ist sozusagen Politik, das sind Policies. Ja? Ich spreche jetzt über die konstitutionellen Grundlagen der EU und da sind meines Erachtens, da sollte die Europäische Union und alle, die sich dafür einsetzen, hellhörig werden und sensibel sein für solche neuen Fragen, die ja durch die schon mehrfach hier zitierte also antiliberale Bewegung ja aufgeworfen werden, aber natürlich nicht gelöst werden können. So wie man ja Benjamin schon mal Anfang der 30er Jahre sagte, der Faschismus gibt den Massen seinen Ausdruck, aber nicht ihr Recht. Und so kann ich das also auch sagen. Der Antiliberalismus gibt den Massen schon irgendwie Ausdruck, aber nicht ihr Recht. Und das Recht, das muss die EU und müssen wir alle den Massen geben, weil das ist nicht aus der Luft gegriffen, was die hier zur Geltung bringen. Ja, vielen Dank. Es hat sich auch hier auf dem Podium wieder gezeigt, dass wir die Hardware und die Software diskutieren müssen, wie Sigrid Tempel gesagt hat, dass Institutionen dann wieder besonders wichtig wären, wenn sie bedroht wären, abgebaut zu werden, weil Institutionen Rechtssicherheit und Demokratie schützen, dass es aber auch wichtig ist, sich den politischen Fragen zuzuwenden und gerade das Thema soziale Ungleichheit wird ja hier immer wieder aufgerufen, aber auch, dass wir hier die Kluft zwischen Erwartungen und Möglichkeiten Europas immer wieder uns vor Augen halten sollten. Aber was ich sehr schön fand, die Initiative, die Sie vorgestellt haben, Herr Knigge, dieses Emotionale, dass unsere Werte einfach da nochmal so wichtig hervorkommen, die jetzt Menschen bereit sind zu verteidigen. Und wie Sie sagten, nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern früh genug. Und da hilft auch Wählen, es hilft auch Zivilcourage, wenn andere Menschen Politik verunglimpflichen, in die Diskussion zu gehen und jetzt für unser Europa zu kämpfen. Ich danke Ihnen. Wir gehen jetzt in die Pause. Ich danke vor allen Dingen den Podiumsgästen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und wir haben jetzt eine Pause. In einer halben Stunde geht es weiter. Danke. Applaus